Als ich in dieses neue Studio eingezogen bin, war das Erste, was ich mir gedacht habe, okay, wir bringen mal ein Multiboard-System an die Wand an, damit das Ganze mal ein bisschen ordentlicher hier im Studio ist, damit mal hinter mir ein bisschen was los ist. Und wer sich jetzt denkt, was ist denn das Multiboard-System und wiefern unterscheidet sich das Ganze von dem Honeycomb-System, der ist in diesem Video genau richtig und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Und erstmal herzlich willkommen im neuen Studio. Ja, es ist endlich fertig. Wir haben schon ein paar Livestreams gemacht, aber das hier ist das erste Video, was ich überhaupt hier drehe. Und das war ein langer Weg. Ich habe am Anfang gedacht so, okay Maggie, mach das letzte Video hier im alten Studio, zieh den ganzen Krempel innerhalb von einer Woche um, bau das alles auf und dann kannst du weiter Videos drehen. Ja, und Pustekuchen, 6 Wochen später sitzen wir hier und drehen das erste Video. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das hat echt lange gedauert und es ist noch nicht alles ausgepackt. Deswegen verzeiht es mir, wenn es noch ein bisschen chaotisch gerade alles ist. Der Ton, das Bild wird sich alles nochmal verbessern mit der Zeit, wenn ich lerne, wie das einzustellen ist, jetzt hier in den neuen Lichtverhältnissen. An die Decke kommen auch nochmal Akustikpaneele, damit es nicht so halt, ja, ist momentan noch furchtbar. Sei es drum, was ist das Multiboard-System? Fangen wir erstmal damit an. Keep Making ist ein YouTuber, der hat ein System entwickelt, basierend auf dem Honeycomb-System, was ich hier noch habe. Ja, erinnert euch noch, das Schlüsselhalter-System aus dem alten Haus, ja. Und er hat gesagt, okay, da gibt es ein paar Punkte, die ich gerne verbessern möchte. Erstens Stabilität, zweitens Funktionalität und drittens auch noch ein bisschen die Optik. Und dann natürlich auch so ein paar Kleinigkeiten, wo er noch mal ein paar eigene Halter kreiert hat und alles drum und dran. Und insgesamt muss ich sagen, ja, ist das schon eine geile Idee. Und fangen wir erstmal bei der Optik an. Ich habe hier das Honeycomb-System noch liegen. Das ist das aus dem alten Haus. Das kommt doch hier oben noch mal dran. Das wird nicht weggeschmissen, um Gottes Willen. Aber ihr seht hier schon am Rand, da haben wir entsprechend dieses Wabenmuster. Das heißt also, hier kann noch mal ein weiteres Panel dran, hier noch mal ein weiteres Panel und so fort. Und irgendwann kam mal einer auf die clevere Idee und hat hier so ein Endstück designt, was man dran packen kann, damit das Ganze abgeschlossen wirkt und auch hier oben gerade abgeschlossen wirkt. Und das ist halt ein bisschen, naja, so unfertig, so halbfertig irgendwie, wie das Ganze aussieht. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woven Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Das war einer der Punkte, die mich an dem System Honeycomb gestört hat. Und das ist beim Multiboard soweit gelöst. Beim Multiboard haben wir nämlich 3 verschiedene Kacheln. Einmal die Kernkachel, die Core-Teil. Dann haben wir einmal die Seitenkachel, das ist die Side-Teil. Und dann haben wir einmal die Corner-Teil. Und die Corner-Teil ist dann da oben das eckige Stückchen. Ich blende euch das mal ein und highlighte mal die entsprechenden Kacheln, damit ihr das mal sehen könnt, was denn jetzt die Core-Teil, was die Corner-Teil und was die Side-Teil ist. Und insgesamt gibt das Ganze dann am Schluss ein ziemlich rundes Bild, dass die Kanten dann auch relativ schön gerade abgerundet sind. Und das finde ich schon mal ziemlich gut. Im Vergleich zum Honeycomb-System sind die Zwischenstege zwischen den einzelnen Waben auch ein gutes Stück dicker geworden. Das heißt also, das ganze System ist insgesamt noch mal ein gutes Stück robuster geworden. Und wir haben dann noch mal in den Stegen drin noch mal kleine Löcher. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, genial. Weil wenn ich vorher hier irgendwas anbringen wollte, dann musste ich hier immer so eine komplette Wabe entsprechend verbrauchen. Dabei ist hier der Zwischenraum zwischen den Waben eigentlich genial dafür, so kleine, naja, so kleine Haken einzubringen, dass ich dann da mal so eine Zange anbringen kann, um die dann einfach aufzuhängen, ja. Und das ist auch schon mal ziemlich genial, wie man das machen kann, weil dann hat man die eigentlichen Waben dann frei, um dort größere Sachen dran zu hängen. Wie zum Beispiel die Zitadelfarben, die Bohrmaschine oder irgendwelche anderen Sachen. By the way, gedruckt habe ich das Ganze in Pusament Galaxy Black PLA. Da habe ich auch noch ein bisschen da. Das heißt, wir können die Wand noch mal vergrößern, falls ihr sagt, okay, ihr würdet noch mal gerne das eine oder andere Modul sehen. Auf der anderen Seite habe ich das Recyclingfabrik PLA in zarte Pfirsich ausgewählt. Da habe ich mir jetzt auch noch mal eine Rolle bestellt, einfach weil, wie ihr sehen könnt, die Wand ist noch nicht annähernd voll. Ja, da kann noch ein bisschen was dran. Gerade von den
Airbrush-Farben kann da noch mal ein bisschen was dran. Die werden wir auch in nächster Zeit brauchen. Und da möchte ich natürlich noch mal die ein oder andere Halterung drucken, damit das Ding da hinten richtig voll wird. Was habe ich denn bis jetzt überhaupt gedruckt von den Sachen? Naja, ich habe mal so ein paar kleine Regalböden gedruckt, wo jetzt hier die Big Tree Tech Ente und der Bitcoin draufsteht. Und dann habe ich mir natürlich nochmal eine Halterung für die Bohrmaschine, ein paar Haken gedruckt, wo ich ein paar Zangen, die ich regelmäßig brauche, hinhängen kann, damit ich nicht im Werkzeugwagen rangehen muss und da die Sachen rausholen muss. Ich habe mir natürlich für meine Airbrush-Farben was gedruckt und natürlich für die Küchenrolle. Weil wenn ich hier stehe und mit euch am Stream bin und zum Beispiel mal irgendeinen Resin-Drucker zeige, was in nächster Zeit öfters passieren wird, wo ich dann irgendwas testdrucke, dann möchte ich da auch natürlich eine Küchenrolle haben, die ich einfach abziehen kann, ja, wo ich dann einfach ein Tuch abziehen kann und ich dann die Hände frei habe und nicht da irgendwie rumhantieren muss. Das ist für mich hier ganz wichtig. Oder wenn ich irgendwas, zum Beispiel mal eine Linearschiene fette oder sowas in Richtung, ja, dass ich dann hier relativ schnell einen Untergrund habe, auf dem ich arbeiten kann. Das war für mich wichtig, dass ich erstmal die Sachen anbringe, die ich hier mit euch in den Livestreams oder in den Videos brauche oder wenn ich gerade hier irgendwelche Szenen am Drehen bin und gerade nicht so die eine Hand frei habe, dass ich da wirklich schnell das finde, was ich brauche. Zudem finde ich, sieht das Ganze noch ziemlich cool und neutral aus. Es passt zum Licht, was ich jetzt gesetzt habe. Ihr merkt schon, der Hintergrund ist grau geworden. Es ist ein Styropor-Hintergrund, eigentlich ein Akustikdämm-Hintergrund. Ja, so wirklich viel bringt der nicht. Aber da sind wir gleich beim nächsten Punkt, nämlich bei dem hier hat man es direkt in die Wand geschraubt. Ja, da gab es dann noch so ein paar kleinere Adapter dazu. Und ich finde, die Beleuchtung passt mittlerweile zu dieser Farbe, die wir da als Akzent im Multiboard genutzt haben. Ihr könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob es euch auch gefällt. Ich habe euch natürlich vorher gefragt, welche Farbe soll ich verwenden. Und ihr habt im Discord fleißig abgestimmt. Und deswegen ist die Wahl auf die zarte Pfirsich gefallen. Ich finde, es passt ganz gut und passt auch zum Hintergrund. Und da können wir natürlich auch unterschiedliche Lichter entsprechend dann später drauf projizieren, damit der Hintergrund nicht immer so eintönig ist wie im alten Studio. Und wenn wir schon gerade beim Hintergrund sind, ihr seht, der ist strukturiert. Das sind Akustik-Dämmmatten eigentlich. So wirklich viel helfen tun sie noch nicht, weil hier oben fehlt noch mal ein bisschen was und der Raum ist halt, naja, es ist halt ein Betonwandraum, ja. Der schluckt nicht wirklich viel Schall, sondern reflektiert. Aber sei es drum, der strukturiert die Wand. Und das führt dazu, dass ich gewisse Abstandshalter benötige. Und da hätte ich mir jetzt hier müssen welche designen, weil ich nicht die passenden gefunden habe. Beim Multiboard gab es die direkt mit dazu, beziehungsweise ich habe den ich gefunden habe, nochmal um 3 mm verlängert. Einfach damit der Abstand groß genug ist und ich mir hier die Wand nicht komplett kaputt mache. Und habe das an die Wand geschraubt. Das hält bombenfest. Ihr seht, die Bohrmaschine hält auch dran. Ist wirklich wunderbar. Und jetzt habe ich einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr das Ganze montiert, wenn ihr sagt, okay, ich möchte mir gerne selbst sowas drucken, kann ich nur empfehlen, im Vergleich zu IKEA SCADIS oder anderen Systemen. Bei IKEA SCADIS muss man sich halt die einzelnen Platten kaufen und dann nochmal das Zubehör dazu oder entsprechend das Zubehör drucken. Hier, das ist komplett individuell. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt eine weiße Wand und wollt ein schwarzes Multiboard dran haben mit Farbe XY als Kontrast, geht das wunderbar. Bei SCADIS gibt es nur schwarz und weiß als Hintergrund und dann könnt ihr euch aussuchen, wie die Haken aussehen. Und dort könnt ihr sagen, okay, ich habe Bock auf ein orangenes Multiboard mit grünen Akzenten zum Beispiel. Wenn ihr drauf steht, ja, ich weiß ja nicht, welche Farbe eure Lieblingsfarbe ist. Aber das Gute ist, ich kann hier komplett individuell arbeiten. Und wenn ihr das dann bei euch montiert, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Packt diese Kacheln zusammen und dann gibt es diese Adapterstücke, die hier überall montiert sind. Also an den Ecken sind diese Dreiecke dran, oben sind diese Teile dran mit Doppelnut, wo man dann entsprechend zwei solche Teile miteinander verbinden kann. Hier gibt es die dann in Viererpacks dann entsprechend und montiert die schon mal auf eurer Tischplatte irgendwie so ein bisschen zusammen, bevor ihr das an die Wand schraubt. Also nicht die komplette Konstruktion, sondern immer nur so zwei Stück, die ihr gerade anschrauben wollt, weil das macht euch das Leben leichter, sage ich euch. Denn wenn ihr das nicht macht, kann es sein, dass ihr, wenn ihr die Schraube reinbohrt, vielleicht ein bisschen, ihr bohrt nie 100% gerade. Und dann kann es sein, dass das Ganze sich so auseinanderzieht. Wenn ihr das Ganze aber vorher schon zusammen gemacht habt, dann ist das bombenfest zusammen und bringt es nichts, wenn die Schraube sich verdreht. Weil dann ist es wirklich an der Stelle, wo es sein sollte. Das hat mir wirklich sehr geholfen an der Stelle, dass das Ganze auch so zusammenhält, wie es halten soll. Und dass da keine Lücke zwischen den einzelnen Kacheln drin ist. Und das ist schon mal ziemlich cool.
Eine Liste von den ganzen Modulen findet ihr auf Sanx.com. Also das ganze System ist auf Sanx.com runterzuladen. Ich packe euch einen Link zu der Webseite von dem Multiboard-System nochmal in die Videobeschreibung. Und natürlich einen Link zu den ganzen Dateien, die ihr runterladen könnt. Das Ganze gibt es leider Gottes nur auf Sanx, in den Kacheln-Varianten oder sowas in Richtung. Module dafür findet ihr auch auf Printables und allen anderen Plattformen. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen, naja, bei dem Projekt aufgestoßen ist, bei diesem ganzen Multiboard-System ist, dass es nicht hundertprozentig komplett frei ist. Das heißt also, nicht hundertprozentig kostenlos ist. Wollt ihr jetzt zum Beispiel mal nicht wie ich jetzt jede Kachel einzeln drucken, sondern sagt, okay, ich hätte jetzt gern so ein, naja, ich sag mal Starterpaket, ja, mit x Kernkacheln und Seitenkacheln und nochmal der Eckkacheln nochmal zusammen und das alles in einem Paket, dass der Drucker in einem Rutsch durchdrucken kann, dann müsst ihr das kaufen. Beziehungsweise ihr müsst es nicht kaufen, sondern ihr müsst das System von Keep Making abonnieren. Und solange ihr das abonniert, habt ihr dann auch Zugriff auf diese Premium-Dateien, sag ich mal. Auch das Starter-Paket zum Beispiel mit den Kacheln. Und ich habe das Ganze natürlich auch für euch ausprobiert und habe das ein oder andere Mal gedruckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so hundertprozentig zufrieden damit bin ich nicht. Denn für das ein oder andere habe ich dann auch später auf Printable, Sanx und was weiß ich wo andere Dateien gefunden, nicht unbedingt besser, aber andere Lösungen gefunden, die ich dann eher genutzt habe. Ganz einfach allein schon, weil es kostenlos war, ja, und ich dann gesagt habe, okay, ich kann mir das sparen mit den 15 oder 20 Euro oder was es war im Monat. Und das ist natürlich dann auch schon mal für jeden irgendwie eine Frage, ob er das überhaupt ausgeben möchte. Das ist so ein kleiner negativer Punkt, den ich da dran finde, wo ich sage, okay, das Honeycomb-System ist halt komplett kostenlos, soweit ich das weiß. Aber gut, sei es drum, KeepMaking hat da unheimlich viel Zeit rein investiert, um diese ganzen Dateien entsprechend zu erstellen. Und dafür wird er natürlich auch bezahlt werden, das ist ein gutes Recht. Wir können nicht immer alles kostenlos bekommen in dieser Welt. Das ist zwar gut und schön, aber von irgendwas muss auch jeder von uns leben, inklusive KeepMaking, inklusive ich. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann gebt dem Video noch einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, könnt ihr mal auf Patreon gucken. Da findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Oder mit einer Mitgliedschaft hier auf YouTube. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank an meine Supporter hier auf YouTube und auf Patreon. Auch an meine Sponsoren PCBWay und Surfshark. Und in diesem Sinne, holding the line, happy printing und ciao.